Diese Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Diese Marineeinheit zieht in das gefährlichste Gebiet Afghanistans. Wir gehen mit 1000 Mann rein. Wir machen sie fertig. Um die Taliban frontal anzugreifen. Hey, get back, get back! Man weiß nie, was passiert. Und zu versuchen, den Krieg ein für allemal zu beenden. Ich hatte noch nie so viel Angst. Wir dürfen den Krieg nicht verlieren. Ich bin Captain Ben Middendorf, Kommandant der Golfkompanie, 2. Zug, 5. Marinekorps. Wir sind derzeit 185 Mann. Während sich Zehntausende amerikanische Soldaten nach über 10 Jahren aus Afghanistan zurückziehen, bleiben Captain Ben Middendorf und seine Männer zurück, um den Kampf gegen die Taliban weiterzuführen. Ihre Aufgabe? Feindliche Truppen aufspüren und vernichten. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig dieser Einsatz ist. Ich weiß, der Krieg ist fast vorüber und viele fragen sich, wozu das nötig ist. Aber wir müssen das hier zu Ende bringen, bevor wir abziehen können. Es macht mich fertig. Menschen sterben. Und ich stehe mächtig unter Druck. Wir gehen nochmal mit 1000 Mann rein. Sie haben keine Chance gegen einen Zug, der von US Marines verstärkt wird. Ich freue mich auf den Kampf, weil wir sie fertig machen. Ben Middendorf ist seit 16 Jahren beim Militär. Er ist zum dritten Mal in Afghanistan. Doch in 10 Stunden startet er seine bislang gefährlichste Operation. Der Einsatz führt sie in ein Rückzugsgebiet der Taliban in Samindawar, einer der gefährlichsten Regionen Afghanistans. Es gibt dort keine nationalen Sicherheitskräfte. Die Taliban beherrschen das Gebiet und den Opiumhandel, der wiederum den Krieg gegen Amerika finanziert. Die Taliban haben Heimvorteil. Sie kennen das Terrain, mischen sich unter die Zivilbevölkerung und hatten jahrelang Zeit, ihre Abwehr vorzubereiten. Middendorf hat bisher keine Todesopfer verzeichnet und so soll es bleiben, bis er zu seiner Familie zurückkehrt. Man kann es nicht beschreiben, was man durchlebt, wenn man in den Helikopter steigt, um auf feindlichem Gebiet zu landen und einen Angriff zu starten. Darüber kann ich nur mit meinen Kameraden sprechen. Und ihnen geht es nicht anders. Das gilt auch für Neil Jones. Es ist sein dritter Einsatz in 3 Jahren. Er ist ein kluger Mann. Er hat Strafrecht und Kriminologie studiert. Ready to go. Er hat schon viel gesehen. Es wird mit der Zeit einfacher, weil man Routine bekommt. Die Ausrüstung, die Munitionsvergabe, der Probeangriff, die Einsatzbesprechung, die gegenseitige Bestärkung. Ich bin schon bereit zum Angriff, bevor ich in den Hubschrauber steige. Der 24-jährige Brian Barrow aus Bisbee im US-Bundesstaat Arizona ist ein unermüdlicher Kämpfer. Wenn ich im Kampfeinsatz bin, bin ich völlig klar. Ich tue genau das, wofür ich hierher gekommen bin. Das ist meine Pflicht.
Und niemand weiß das besser als Eugene Weilbeck. Mit 1,50 Meter ist er der Kleinste unter ihnen, trägt aber die größte Waffe. Als ich meinem Vater erzählte, dass ich nach Afghanistan gehe, sagte er nur, gut, es wird Zeit, dass du ein Mann wirst. Sei bloß kein Feigling. Ich hatte eine Umarmung oder etwas wie, komm gesund wieder, erwartet, aber nicht das. Also habe ich geantwortet, okay, ich werde mein Bestes geben. Jeffrey Keurig ist hart im Nehmen. Ein Veteran des Sanjin-Feldzugs, einer der blutigsten Schlachten des Afghanistan-Krieges. Er kämpft an vorderster Front. Jeder wird etwas nervös. Ich glaube, das ist gut so. Mich macht die Aufregung jedenfalls wachsam. Und da ist dieses Gefühl im Magen. Wenn man nach Hause kommt, vermisst man es. Der Überraschungseffekt ist der Schlüssel dieser Operation. Ein nächtlicher Luftangriff. Aber er ist gefährlich. Mit nur einem feindlichen Granattreffer könnten sie in Flammen aufgehen. Eine Sache möchte ich euch noch ins Gedächtnis rufen, bevor wir einsteigen. Diese Kompanie war im Wald von Belo. Hat die Hälfte aller Schlachten im Pazifik gefochten und die Chinesen in Korea besiegt. Sie hat die Vietnamesen in Hue bekämpft, es mit dem Irak aufgenommen, in Ramadi gekämpft. Und jetzt greifen wir den schlimmsten Ort Afghanistans an. Ich bin seit 2 Jahren euer Kompanieführer. Ich war noch nie auf etwas so stolz wie auf diese 2 Jahre. Und es gibt keinen Ort, wo ich jetzt lieber wäre als hier, um euch in die Schlacht zu führen. Wir werden den Einsatz durchführen, auch wenn er Todesopfer fordert. Ich muss bestimmen, wie viele wir in Kauf nehmen. Wir haben hart trainiert. Ich habe euch an eure Grenzen gebracht. Vergesst nicht, wer wir sind. Wir werden gleich mit einer weiteren Schlacht zur Erfolgsgeschichte der Golfkompanie, 2. Zug, 5. Marinekorps beitragen. Lasst uns kurz beten. Herr, beschütze diese Marines vor dem Feind. Beschütze jeden Einzelnen von uns. Gib uns die Kraft, unseren bisher schwierigsten Einsatz durchzuführen und den Feind zu besiegen. Das größte Bestreben der Golfkompanie. Herr, lass uns alle lebend zurückkehren. Geheiligt sei dein Name. Amen. Männer, nehmt eure Waffen. Auf in den Kampf! Ich will meine Männer unbedingt gesund von diesem Einsatz zurückbringen. Jahrelanges Training hat die Männer hierher gebracht. Doch nichts kann sie darauf vorbereiten, wie ein Einsatz in Wirklichkeit verläuft. In der Luft wird oft mit Granaten oder Maschinengewehren auf uns geschossen. Am Boden kann man sich auf seine Fähigkeiten und Instinkte verlassen. Im Hubschrauber kann man nur hoffen und beten, dass alles gut geht. Wenn wir sterben, ist das auch okay. Denk einfach, du bist schon tot. Das nimmt dir die Angst vorm Sterben und macht die Sache viel einfacher. Diese Einstellung muss man haben.
Sie fliegen schnell. Es ist kein Mond zu sehen. Dunkelheit und Geschwindigkeit sind die besten Voraussetzungen. Doch es gibt keine Garantie. Sie landen. Zeit zum Angriff. Der erste Trupp Marines ist gelandet und schwärmt aus. Dann folgt der zweite. Plötzlich greifen die Taliban an. Hey, get back, get back! Sie sind keine Bedrohung für die Marinehubschrauber, die ihre Nachtsichtinstrumente nutzen, um sie zu orten. Das Maschinengewehr des Huey eröffnet das Feuer. Dann werden Raketen abgefeuert. Den ersten Angriff übersteht die Golf Company unversehrt. Bei Tagesanbruch ziehen sich die Taliban zurück. Captain Middendorf kann nicht sagen, wie viele es waren, geschweige denn, wie viele getötet wurden. Aber jetzt wird es hell und seine Männer sind dem Feind ausgeliefert. Sie müssen schnell Schutz finden. Sie warten darauf, dass Jones einen nahegelegenen Stützpunkt sichert, um dort Halt zu machen und den nächsten Schritt zu planen. Golf 2, hier 6. Habt ihr einen Platz für uns, damit wir hier wegkommen und mit der Arbeit beginnen können? Hier 2. Habt ihr schon einen Stützpunkt? Wir brauchen schnell ein Versteck. Hier kommt rein. Von der Südseite? Geht besser zur Westseite. Nordwest. Sorgt bitte dafür, dass jemand am Eingang ist. Sie haben ein Quartier. Um dorthin zu gelangen, müssen sie 250 Meter über freies Feld laufen, ohne getroffen zu werden. Wenn wir draußen sind, bin ich mir völlig im Klaren, was zu tun ist. Ich tue alles, um den Feind auszuschalten und meine Männer zu beschützen. Mein Funkgerät hat vorher irgendeinen Mist empfangen. Hier wird man sehr schnell zum Mann. Es gibt keinen Platz für falsche Entscheidungen. Das kann man sich definitiv nicht leisten. Wenn Schüsse fallen und man die Einschüsse hören kann, weiß man genau, ob sie auf einen gerichtet sind oder nur in der Nähe fallen. Ich bin erleichtert, wenn ich sie höre. Dann weiß ich, dass ich nicht getroffen wurde. Gefährlich sind die, die man nicht hört. Das Lager ist leer. Der Feind hat es bereits verlassen, falls er überhaupt hier war. Es ist etwa 4 Uhr morgens. Nein, es ist 5. Wir sind seit gestern auf den Beinen und haben kaum geschlafen. Sie setzen Späher ein und schießen aus Verstecken oder von gut geschützten Stellen. Oft sind sie in kleinen Höhlen, sogenannten Mörderholes. Die Kompanie muss sich schnell verschanzen,
und ihren Posten befestigen. Wir sind gerade am Stützpunkt angekommen. Jetzt sichern wir ihn. Wir füllen Sandsäcke, um sie oben auf den Posten zu legen. Vielleicht können wir ein paar Funksprüche abfangen. Zu Hause bekommt keiner mehr etwas mit von all dem. Sie hören, dass der Irakkrieg vorbei ist und denken, der ganze Krieg sei beendet. Aber hier starben immer noch Menschen und andere kämpfen um ihr Leben. Als ich ein Kind war, fragten mich Freunde meiner Mutter, was willst du werden, wenn du groß bist? Ich sagte, ich will Söldner werden. Und alle fragten, was? Meine Mutter meinte, nein, er meint etwas anderes. Und ich daraufhin, nein, Söldner, ich will schießen. Die Marines nutzen Übersetzer, um den afghanischen Funk zu entschlüsseln. Als Zug müssen wir uns nahe am Feind befinden. Falls er sich zeigt, können wir ihn umzingeln und haben zusätzliche Feuerkraft. Das kann die Lage drastisch verändern. Eine weitere Waffe ist eine T-Hawk-Drohne, mit deren Hilfe sie gefahrlos die Umgebung auskundschaften. Sie machen sich fertig zum Angriff. Ich empfange ganz normalen Funkverkehr. Schlecht für sie. Sie sind keine guten Schützen. Sobald wir ihre Positionen herausfinden, kriegen wir sie. Wir kämpfen auf ihrem Terrain. Sie kennen sich hier aus, wir nicht. Sie haben sich hier schon oft positioniert. Es ist extrem schwierig, sie in einer kleinen Höhle ausfindig zu machen. Und man kann sie nicht von der Zivilbevölkerung unterscheiden. Sie sind identisch gekleidet. Das macht die Sache sehr schwierig. Das Schlimmste für mich ist die Vorbereitung auf den Kampf. Da dreht sich mein Magen um. Aber sobald das Feuer eröffnet ist, geht es mir wieder gut. That's okay with me. I'm at peace once that starts. Ein neuer Tag im Paradies. Ich hasse es, in Kampfstellung zu sein und nur abzuwarten. Ein paar Züge sind hinter uns, aber derzeit sind wir am weitesten östlich. Es müssen nur alle in Position gehen, bevor wir beginnen, das Gebiet zu sichern. Wenn sie jetzt angreifen, dann von Osten. Wenn die Sonne aufgeht, blendet sie uns. Ich schätze, es dauert noch 30 Minuten. Dann sind alle in Position. Die Marines werden beim Beobachten beobachtet. Das Schwierigste ist herauszufinden, wo sie genau sind. Es gibt so viele Stellen, von denen aus sie angreifen können. Das ist eines der größten Probleme. Zurückfeuern ist einfach, aber wenn man nicht weiß, wohin, ist das zwecklos. Der Feind kämpft aus großer Entfernung. Sie kennen unser Waffensystem, seine Reichweite und wissen, wie weit sie sich nähern können. Sie schießen mit einer AK-47 aus 300 bis 400 Metern Entfernung. Oft sind sie aber bis zu 1000 Meter weit weg, da wissen sie, wie treffsicher Marines sind. Ich glaube, er sitzt immer noch da. Genau am Gebäuderand. Etwa 10 Meter links neben dem Eingang. Okay, hab ihn. Die Golfkompanie kann ihre Patrouille nicht fortsetzen, solange die Späher dort sind. Deshalb fährt Middendorf schwere Geschütze auf. Wir warten jetzt auf einen Abrams-Kampfpanzer.
einen wie den dort drüben. Wir werden die Hauptkanone abfeuern und ihren Posten zerstören. Sobald wir das Okay bekommen, dass das Gebäude sicher ist, setzen wir unseren Einsatz fort. Die Marines zerstören den Taliban-Posten mit einem Schuss. Nun kann Middendorf die letzten Stützpunkte ausschalten. Über Funk hört er die Reaktion der Taliban. Sie denken, wir hätten eine Sprengfalle ausgelöst, weil sie eine Explosion gehört haben. Aber sie irren sich. Wir haben ihren Posten zerstört. Startkommando. Der zweite Zug muss ausschwärmen und den nächsten Taliban-Posten sichern. Überall gibt es Lehmbauten, die den Taliban Möglichkeit bieten, sich sicher zu positionieren, um Drogen und Waffen zu lagern. Es liegt nun an Middendorf und seinen Männern, diese zu beseitigen. Doch sie müssen erst dorthin gelangen. Das bedeutet, sie müssen wieder über freies Feld laufen, was sie zur Zielscheibe macht. Bei diesem Einsatz hat die Kompanie noch keine Verluste erlitten. Meine Aufgabe ist es, den Einsatz durchzuführen, was auch immer dazu nötig ist. Ich manövriere meine Männer quer durch das Kampfgebiet und setze alle Hilfsmittel ein, sei es Feuerverstärkung oder Panzer. Ich stelle sicher, dass meine Männer den Einsatz erfolgreich beenden. Wenn ich meinen Job in einem Satz beschreibe, lautet er: Ich bin verantwortlich für alles, was meine Einheit erreicht oder verfehlt. Wenn wir geschützt sind, fühlen wir uns relativ sicher. Doch im offenen Gelände haben wir natürlich Angst vor Sprengkörpern oder davor, erschossen zu werden. Siehst du den Rauch etwa 500 Meter von hier? Samson hält sein M4 Sturmgewehr immer bereit und trägt eine Javelin-Rakete am Rücken. Für alle Fälle. Die Seite ist sauber. Ein falsches Signal ihres Metalldetektors und sie sind tot. Zudem sind nicht alle Sprengkörper aus Metall. Die unterirdischen Tunnel des KARES-Systems sind ebenfalls beliebte Verstecke. Ein KARES-System stellt ein echtes Problem dar. Es ist eine natürliche Wasserquelle und es gibt sie seit Tausenden von Jahren. Die Tunnel verlaufen von Norden nach Süden und die Taliban nutzen sie, um zu verschiedenen Standorten zu gelangen und lagern Waffen darin. Es ist unheimlich dort unten. Es ist ein so komplexes System. Wir sind mit der Kamera runtergegangen und haben verschiedene Öffnungen übereinander gesehen. Man kommt von einem Tunnel in den nächsten. Ortskundige haben also einen klaren Vorteil. Dieses Lager ist leer, aber die Suche geht weiter.
Sounds clear. Hello! What's up? Hey, this is, all this is clear. All right. 2-1, let's go. Eines ist gesichert. Es folgen zwei weitere in unmittelbarer Nähe. Wie überwindet man seine Angst? Man verlässt sich auf sein Training. Wenn man hart, realistisch und kontinuierlich trainiert hat, kann man darauf zurückgreifen. Und das hilft dabei, die Angst zu überwinden und heil davon zu kommen. Hey, Sule! Ich glaube, es gab ein paar Momente, in denen einige Marines die Hosen gestrichen voll hatten. Aber wir haben uns alle der Situation angepasst und die Angst überwunden. Ich habe nichts. Golf 2 auch nicht. Von hier kann ich nichts sehen. Ich gehe weiter Richtung Osten und muss über eine Gefahrenzone. Over. Der zweite Zug der Golfkompanie zieht weiter. Weiter in Taliban-Territorium. Sie führen nun die Operation an. Falls nötig, haben sie Panzer zur Verstärkung. Hey, Sergeant Barrow. Sergeant Barrow, beeilt euch. Wir müssen so schnell wie möglich aus dem offenen Gelände raus. Schnell und bleibt unten. In diesem Gebiet wächst eine der größten Einnahmequellen Afghanistans: Opium. Über 75% des Heroins weltweit kommen aus Afghanistan. Der fruchtbare Boden und die herrschende Gesetzlosigkeit machen das Land zu einem der besten Anbaugebiete der Welt. Doch diese Felder bergen noch eine Gefahr. Sie sind freies Gelände. Und der Zug ist gerade völlig ungeschützt. Ich hörte es genau über meinem Kopf hinweg knallen. Ich dachte erst, verdammt, wer wirft hier mit Knallkörpern? Die Marines sind auf offenem Feld gefangen und der Feind sitzt in einem alten Betonbunker nur 400 Meter entfernt. Innerhalb der letzten 12 Monate haben die Taliban ihre Taktik hier im Norden drastisch geändert. Ihre Kampftrupps sind sehr gut. Wir bekämpfen sie, damit sie nicht noch mächtiger werden. Right side! Wir waren ihnen etwa eine Stunde lang komplett ausgeliefert. 2-1 on the hook, Barrow. And have a move out of this danger area. You guys got anything? Ready to move, stroke. And it was the worst. Das war das grauenhafteste Gefühl der Welt. Du kannst nichts dagegen tun und weißt, es liegen 500 bis 600 Meter offenes Land vor dir. Der wahrscheinlich schlimmste Moment meines Lebens. Sechs, hier ist 2. Wir müssen so weit wie möglich nach Osten. Sie schießen auf uns. Am Stützpunkt fordert Middendorf Panzer und Luftverstärkung an. Forward! Yes, sir! Got two different target locations. Yes, sir. One is behind about 300 meters due east of compound 10. Yes, sir. Sir, my clear main gun over. Yes. Sämtliche Luftfahrzeuge von Camp Bastion werden so schnell es geht startklar gemacht. Doch es dauert bis zu 25 Minuten, bis sie vor Ort sind. Roger, 3 Bravo, you copy? How Marines fight. Marines haben ihre eigene Artillerie.
ihre eigenen Bomben, Flugzeuge und ihre Logistik. Wir sind also nicht auf die Armee angewiesen. Alles ist darauf ausgelegt, den Infanteristen den Rücken zu stärken. Wenn Schüsse über deinen Kopf zischen und Sprengfallen losgehen, nennen wir das Kriegsnebel. Andere sagen vielleicht Hölle auf Erden. Jedenfalls lässt dich die Anspannung und Ungewissheit alles aus einer anderen Perspektive sehen. Alles okay? Ja. Gut. Walbach. Ja? Wir brauchen einen Panzer. Hey, der Panzer soll das erledigen. Golf 2 will, dass wir Stellung halten. Sie fordern einen Panzer an, um uns Deckung zu geben. Bestätige. Wir bleiben, wo wir sind und warten auf den Panzer. Der Panzer kommt gleich. Hey, wer schießt auf was davon? Auf was zum Teufel schießen die? Auf die Bäume. Da drüben? Ja. Okay, dann schießt eben. Die große Baumkette da ist die einzige in der Richtung. Romeo 988858. Sucht jetzt das Gebiet ab und die umliegenden Bäume. Dort verstecken sich die Schützen. Die Luftverstärkung kommt gerade noch rechtzeitig. Sie nimmt die feindliche Stellung in den Bäumen unter Beschuss. Das gibt Middendorfs Männern Zeit, sich zurückzuziehen. Bestätige. Mein Zug ist halb durch die Gefahrenzone und geht Richtung Osten weiter. Wir haben 2 Minuten Zeit, um aus der Zone rauszukommen. Doch die Taliban sind nicht aufzuhalten und schießen unentwegt weiter. Middendorf fordert die Panzer an. Es kommt definitiv aus den Bäumen. Soll ich in die Baumgruppe feuern? Jetzt hätte ich gern eine Handgranate. So weit wirfst du nicht. Zurückziehen, Bravo. Hört ihr mich? Verstanden. Endlich stellen sie das Feuer ein. Fertig? Los! Oh. Passt auf die Gebäude da auf. Den Funksprüchen nach geben die Taliban nicht auf. RPG! That came from our left. Where is he coming from anyway? Plötzlich greift der Feind seitlich aus einem Bunker an. Es ist Zeit für die Panzer. And they're gonna be blowing a hole in that compound. Yes, clear, fire. Hey, go ahead. Light it up. Okay. Hold that gun round, on the way. Two, three, two, one. Haben wir sie getroffen? Bestätige. Das war das einzige Mal während des gesamten Einsatzes, dass unsere Kompanie, vor allem unser Zug, taktisch unterlegen war. Das fühlt sich schrecklich an. Wahrscheinlich waren es 5 Minuten. Gefühlt war es eine Stunde. Wir dachten, es hört nie auf.
Doch ihr 15-tägiger Einsatz hat gerade erst begonnen. Sie müssen noch viele Gegner aus dem Weg räumen, bevor sie zurückfliegen. Golf 6, Golf 6. Golf 6, der zweite Zug ist vollständig aus der Gefahrenzone. Wir gehen weiter zum zweiten Posten. Okay, gehen wir zum Stützpunkt. Ich habe die Nase voll vom freien Gelände. Ein potenzieller Taliban-Stützpunkt. Und dieser ist viel größer. Er ist leer. Dennoch könnte es Minen oder Sprengfallen geben. Hi, guys. Alles sauber. Die Marines wollen sich neu gruppieren. Dabei fällt ihnen etwas Erschreckendes auf. Was ist los? Mashburn ist getroffen. Wirklich? Ja. Corporal Mashburn wurde getroffen. Wo ist er jetzt? Zeig mal, Christopher. Die Kugel ist noch drin, sonst wäre sie jetzt in meiner Leiste. Einer meiner Männer wurde seitlich getroffen, aber die Kugel ist in der Medizintasche stecken geblieben. Er hatte viel Glück. Wäre die Kugel nur ein winziges Stück höher gewesen, hätte sie wahrscheinlich lebenswichtige Organe getroffen. Als hätte mich jemand geschlagen? Ja. War echt komisch. Ja, ziemlich aufregend. Das hat mir ein Schrecken eingejagt. Wie gesagt, es ist ein Adrenalinschub, wie man ihn sonst nie erfährt. Man kann es niemandem beschreiben, der es nicht selbst erlebt hat. Wenn das Feuer eröffnet ist und die Kugeln an deinem Kopf vorbeischießen oder genau vor dir aufprallen, vor mir mag ich eigentlich gar nicht. Es ist mir lieber, wenn sie über mich hinwegschießen. Dann hast du die Kugel hinter dir. Du kannst es nicht ändern. Einfach nur weitermachen. Wer mit beiden Beinen auf dem Boden steht, kann verstehen, warum wir das hier tun und warum das wichtig ist. Wir dürfen den Krieg nicht verlieren. Du kämpfst für die Jungs links und rechts von dir. Nicht für die Erfüllung des Einsatzes oder für den Präsidenten. Du kämpfst einfach nur für die Leute, die in diesem Moment an deiner Seite sind. Und du würdest für sie dein Leben riskieren. Ich glaube, so geht es allen. Es gibt keine bessere Truppe, mit der ich je kämpfen werde, als diese hier. Ich würde nie zögern, mein Leben aufs Spiel zu setzen, damit sie zurückkehren. Ist die Motivation hoch, wissen Sie, dass der Einsatz viel bedeutet. Wenn ein Marine seine Aufgabe versteht und weiß, was er zu tun hat, ist er mit ganzem Herzen dabei. Der Kampf geht weiter. Ich sehe jemanden. Ein Taliban-Speer. Genau hier, Brooks. Da links sind die Bäume. Und gleich rechts daneben siehst du ihn. Er steht gerade auf. Der Feind weiß, wo sie sich befinden. Middendorfs Männer sind erschöpft, aber sie müssen auf der Hut sein. Wenn sie den Speer nicht sofort ausschalten, kann er wiederkommen, um sie zu töten. Ich habe gute Sicht von hier oben. Okay. Der Speer ist außer Schussreichweite. Doch sie können ihn noch erwischen. Zeit für schwere Geschütze. Die Javelin-Rakete. Be nice to my girl. My baby, the Javelin ist genau mein Ding. The Javelin has been a
Sie ist einfach ein unglaubliches Waffensystem. Und es ist beeindruckend, wenn sie losgeht. See, I got five individuals walking right to left. Im Vergleich zu anderen Systemen ist sie sehr leise. Die Explosion ist gerade stark genug, dass die Rakete aus dem Gehäuse kommt. Sie bleibt für eine Zehntelsekunde stehen und schießt dann durch eigenen Antrieb los. Siehst du? Rechts daneben sitzt einer. Ja, okay, ich behalte die drei im Auge. Über dem Stützpunkt, seht ihr? Wie weit ist das weg? An Golf 6 weitergeben, Stützpunkt 14. AK 47 zwischen Gebäude 12 und Stützpunkt 14. Charlie 5 Lima. 900 Meter, 70 Grad. Ein Mann mit Maschinengewehr. Sie können die Bedrohung nur mit der Javelin-Rakete ausschalten. Sie ist mehr oder weniger ein geräuschloser Killer. Sie ist sehr schnell am Ziel. Man hört sie nicht kommen. Eigentlich ist man ihr wehrlos ausgeliefert. Nein, höher. Nein, in die andere Richtung. Golf 6, bitte kommen. Rakete eingeschlagen. Der Feind weiß nicht, wie ihm geschieht. Die Funksprüche nach der Rakete waren: Was ist passiert? Ist eine Sprengfalle losgegangen? Sie waren völlig entgeistert und hatten keine Ahnung, was passiert war. Marines kämpfen nicht fair. Das ist kein Boxkampf auf dem Schulhof, wo man Handschuhe und Kopfschutz trägt und Punkte sammelt. Das ist Krieg. Er kommt mit einer AK-47 und wir kommen mit dem Panzer. Er kommt mit einem Maschinengewehr und wir werfen eine Bombe aus dem Flugzeug. Das bringt es auf den Punkt. Ein Stützpunkt weniger, der dem zweiten Zug Sorgen macht. Du darfst mir heute beim Duschen zusehen. Ist dein Geburtstag. Sie haben noch 14 Tage vor sich und es bleibt gefährlich. Viele fragen mich, ob es das alles wert ist. Der lange Marsch, die Patrouille, das Gewicht, die Hitze und die Fliegen. Die Fliegen und die Fliegen. Machst du das alles nur für den Adrenalinkick, den du bei einem Einsatz spürst? Ja, das ist es definitiv wert. Warum wollen 18-Jährige zur Armee und kämpfen? Sie wissen, dass sie sterben können. Aber wissen Sie was? Ich war mit 18 schon unbesiegbar. Jahrelanges Training hat die Männer hierher gebracht. Doch nichts kann sie darauf vorbereiten, wie ein Einsatz in Wirklichkeit verläuft. In der Luft wird oft mit Granaten oder Maschinengewehren auf uns geschossen.
Am Boden kann man sich auf seine Fähigkeiten und Instinkte verlassen. Im Hubschrauber kann man nur hoffen und beten, dass alles gut geht. Wenn wir sterben, ist das auch okay. Denk einfach, du bist schon tot. Das nimmt dir die Angst vorm Sterben und macht die Sache viel einfacher. Diese Einstellung muss man haben. Sie fliegen schnell. Es ist kein Mond zu sehen. Dunkelheit und Geschwindigkeit sind die besten Voraussetzungen. Doch es gibt keine Garantie. Sie landen. Zeit zum Angriff. Der erste Trupp Marines ist gelandet und schwärmt aus. Dann folgt der zweite. Plötzlich greifen die Taliban an. Sie sind keine Bedrohung für die Marinehubschrauber, die ihre Nachtsichtinstrumente nutzen, um sie zu orten. Das Maschinengewehr des Huey eröffnet das Feuer. Dann werden Raketen abgefeuert. Den ersten Angriff übersteht die Golf Company unversehrt. Bei Tagesanbruch ziehen sich die Taliban zurück. Captain Middendorf kann nicht sagen, wie viele es waren, geschweige denn, wie viele getötet wurden. Aber jetzt wird es hell und seine Männer sind dem Feind ausgeliefert. Sie müssen schnell Schutz finden. Sie warten darauf, dass Jones einen nahegelegenen Stützpunkt sichert, um dort Halt zu machen und den nächsten Schritt zu planen. Golf 2, hier 6. Habt ihr einen Platz für uns, damit wir hier wegkommen und mit der Arbeit beginnen können? Hier 2. Habt ihr schon einen Stützpunkt? Wir brauchen schnell ein Versteck. Von der Südseite? Geht besser zur Westseite. Nordwest. Sorgt bitte dafür, dass jemand am Eingang ist. Sie haben ein Quartier. Um dorthin zu gelangen, müssen sie 250 Meter über freies Feld laufen, ohne getroffen zu werden. Wenn wir draußen sind, bin ich mir völlig im Klaren, was zu tun ist. Ich tue alles, um den Feind auszuschalten und meine Männer zu beschützen. Mein Funkgerät hat vorher irgendeinen Mist empfangen. Hier wird man sehr schnell zum Mann. Es gibt keinen Platz für falsche Entscheidungen. Das kann man sich definitiv nicht leisten. Wenn Schüsse fallen und man die Einschüsse hören kann, weiß man genau, ob sie auf einen gerichtet sind oder nur in der Nähe fallen. Ich bin erleichtert, wenn ich sie höre. Dann weiß ich, dass ich nicht getroffen wurde. Gefährlich sind die, die man nicht hört. Das Lager ist leer.
Der Feind hat es bereits verlassen, falls er überhaupt hier war. Es ist etwa 4 Uhr morgens. Nein, es ist 5. Wir sind seit gestern auf den Beinen und haben kaum geschlafen. Sie setzen Späher ein und schießen aus Verstecken oder von gut geschützten Stellen. Oft sind sie in kleinen Höhlen, sogenannten Mörderholes. Die Kompanie muss sich schnell verschanzen und ihren Posten befestigen. Wir sind gerade am Stützpunkt angekommen. Jetzt sichern wir ihn. Wir füllen Sandsäcke, um sie oben auf den Posten zu legen. Vielleicht können wir ein paar Funksprüche abfangen. Zu Hause bekommt keiner mehr etwas mit von all dem. Sie hören, dass der Irakkrieg vorbei ist und denken, der ganze Krieg sei beendet. Aber hier starben immer noch Menschen und andere kämpfen um ihr Leben. Als ich ein Kind war, fragten mich Freunde meiner Mutter, was willst du werden, wenn du groß bist? Ich sagte, ich will Söldner werden. Und alle fragten, was? Meine Mutter meinte, nein, er meint etwas anderes. Und ich daraufhin, nein, Söldner, ich will schießen. Die Marines nutzen Übersetzer, um den afghanischen Funk zu entschlüsseln. Als Zug müssen wir uns nahe am Feind befinden. Falls er sich zeigt, können wir ihn umzingeln und haben zusätzliche Feuerkraft. Das kann die Lage drastisch verändern. Eine weitere Waffe ist eine T-Hawk-Drohne, mit deren Hilfe sie gefahrlos die Umgebung auskundschaften. Sie machen sich fertig zum Angriff. Ich empfange ganz normalen Funkverkehr. Schlecht für sie. Sie sind keine guten Schützen. Sobald wir ihre Positionen herausfinden, kriegen wir sie. Wir kämpfen auf ihrem Terrain. Sie kennen sich hier aus, wir nicht. Sie haben sich hier schon oft positioniert. Es ist extrem schwierig, sie in einer kleinen Höhle ausfindig zu machen. Und man kann sie nicht von der Zivilbevölkerung unterscheiden. Sie sind identisch gekleidet. Das macht die Sache sehr schwierig. Das Schlimmste für mich ist die Vorbereitung auf den Kampf. Da dreht sich mein Magen um. Aber sobald das Feuer eröffnet ist, geht es mir wieder gut. Ein neuer Tag im Paradies. Ich hasse es, in Kampfstellung zu sein und nur abzuwarten. Ein paar Züge sind hinter uns, aber derzeit sind wir am weitesten östlich. Es müssen nur alle in Position gehen, bevor wir beginnen, das Gebiet zu sichern. Wenn sie jetzt angreifen, dann von Osten. Wenn die Sonne aufgeht, blendet sie uns. Ich schätze, es dauert noch 30 Minuten. Dann sind alle in Position. Die Marines werden beim Beobachten beobachtet. Das Schwierigste ist herauszufinden, wo sie genau sind. Es gibt so viele Stellen, von denen aus sie angreifen können. Das ist eines der größten Probleme. Zurückfeuern ist einfach, aber wenn man nicht weiß, wohin, ist das zwecklos. Der Feind kämpft aus großer Entfernung. Sie kennen unser Waffensystem, seine Reichweite und wissen, wie weit sie sich nähern können. Sie schießen mit einer AK-47 aus 300 bis 400 Metern Entfernung. Oft sind sie aber bis zu 1000 Meter weit weg, da wissen sie, wie treffsicher Marines sind. Thank you.
glaube, er sitzt immer noch da. Genau am Gebäuderand. Etwa 10 Meter links neben dem Eingang. Okay, hab ihn. Die Golfkompanie kann ihre Patrouille nicht fortsetzen, solange die Späher dort sind. Deshalb fährt Middendorf schwere Geschütze auf. Wir warten jetzt auf einen Abrams-Kampfpanzer. Einen wie den dort drüben. Wir werden die Hauptkanone abfeuern und ihren Posten zerstören. Sobald wir das Okay bekommen, dass das Gebäude sicher ist, setzen wir unseren Einsatz fort. Die Marines zerstören den Taliban-Posten mit einem Schuss. Nun kann Middendorf die letzten Stützpunkte ausschalten. Über Funk hört er die Reaktion der Taliban. Sie denken, wir hätten eine Sprengfalle ausgelöst, weil sie eine Explosion gehört haben. Aber sie irren sich. Wir haben ihren Posten zerstört. Startkommando. Der zweite Zug muss ausschwärmen und den nächsten Taliban-Posten sichern. Yeah, we're outside right now, man. Überall gibt es Lehmbauten, die den Taliban Möglichkeit bieten, sich sicher zu positionieren, um Drogen und Waffen zu lagern. Es liegt nun an Middendorf und seinen Männern, diese zu beseitigen. Doch sie müssen erst dorthin gelangen. Das bedeutet, sie müssen wieder über freies Feld laufen, was sie zur Zielscheibe macht. Bei diesem Einsatz hat die Kompanie noch keine Verluste erlitten. Meine Aufgabe ist es, den Einsatz durchzuführen, was auch immer dazu nötig ist. Ich manövriere meine Männer quer durch das Kampfgebiet und setze alle Hilfsmittel ein, sei es Feuerverstärkung oder Panzer. Ich stelle sicher, dass meine Männer den Einsatz erfolgreich beenden. Wenn ich meinen Job in einem Satz beschreibe, lautet er: Ich bin verantwortlich für alles, was meine Einheit erreicht oder verfehlt. Wenn wir geschützt sind, fühlen wir uns relativ sicher. Doch im offenen Gelände haben wir natürlich Angst vor Sprengkörpern oder davor, erschossen zu werden. Siehst du den Rauch etwa 500 Meter von hier? Samson hält sein M4 Sturmgewehr immer bereit und trägt eine Javelin-Rakete am Rücken. Für alle Fälle. Die Seite ist sauber. Ein falsches Signal ihres Metalldetektors und sie sind tot. Zudem sind nicht alle Sprengkörper aus Metall. Die unterirdischen Tunnel des KARES-Systems sind ebenfalls beliebte Verstecke. Ein KARES-System stellt ein echtes Problem dar. Es ist eine natürliche Wasserquelle und es gibt sie seit Tausenden von Jahren. Die Tunnel verlaufen von Nord-